Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, wir sind im Unterreich, Underdark, gefangen und dürfen uns jetzt hier mit, ja, den Einwohnern rumprügeln. Wird ein sehr hübscher Spaziergang werden? Nein, wird es nicht. Das harmloseste hier sind wirklich Dürger, könnte man sagen, die rumlaufen. Wobei, ich glaube, das harmloseste, was hier rumläuft, sind laufende Erdbrocken. Da gibt es natürlich Erdkolosse und Dunkelelfen. Augentyrannen, also Beholder, Betrachter. Und natürlich unsere Freunde, die Illifiden. Ja. Mit denen hatten wir ja schon in Am unsere, also in Adkatla unsere Freude, nämlich unter dem Tempelbezirk gab es einen kleinen Gedankenschinter-Dungeon. Hier wird das Ganze nur noch viel schlimmer werden. Ja. Gut, wir hatten hier mit den Dürgern geredet, die uns vorgewarnt haben, dass hier alles böse ist und so. Und dass irgendwas im Busch sei. Also dass... ja, dass Irenikus mit Bodhi zusammen hier durchgeheizt ist und deswegen der ganze Untergrund im Aufstand ist. Das werden wir ja noch herausfinden. Hi, was bist du? Luftelementar. Ach, das ist harmlos. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Muss wohl was anderes ausprobieren. Hinter diesem schimmernden Portal liegt eine zerstörte Landschaft, teilweise bedeckt von riesigen, schattenhaften Formen. Meine Waffe ist völlig wirkungslos. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Nächstes Mal. Muss wohl was anderes ausprobieren. Ja, die Luftelementare da spawnen und spawnen und spawnen. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Was eigentlich lustig ist. Bei jedes Luftelementar gibt uns 7000 Erfahrungspunkte. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. So, kommt das letzte Luftelementar noch? Nö. Hat gerade keine große Lust. Ich warte auf euren Befehl. Vita, Vita, Mormus. Auf jeden Fall seht ihr schon mal sehr nette Gegend hier. Ich warte. Okay, okay. Was kann ich tun? Ja. Vita. Wir gehen dann doch lieber hier weiter. Und ja, im Unterreich schön oft speichern. Das ist das nächste Portal. Meine Waffe ist voll. Meinen Freunden werdet ihr nicht. Muss wohl was anderes ausprobieren. Jo, Erdelementare. Hallo, Dwarpriesterin. Tschüss, Dwarpriesterin. Das hier sieht wie ein Zeltlager aus. Also ja, wir haben schon mal zwei Elementartore hier. Oh, wieder Fischmenschen. Kit Odenlas Ot Fluden Ot Gott.
Hallo, ich suche nach einer Passage durch euer Land. Zurück oder ich sehe mich gezwungen, euch zu verletzen. Für meinen Geschmack hat sich das viel zu feindselig angehört, Kreatur. Nehmen wir mal die 1. Klott. Ja. Diese Sache wird nicht gut ausgehen, oder? Eine eindeutige Drohung. Mit einigen Leuten kann man einfach nicht reden. Ich habe langsam das Gefühl, dass ihr auch nicht mit mir sprechen würdet, wenn ihr es könntet. Seufz. Ja. Nächstes Mal. Ich bin bereit. Meinen Freunden werde ich hier nichts tun. Schon nicht. Eure Stunde wird noch kommen. Und da ist noch ein Magier übrig. Der muss sofort noch weg. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Wurde aber auch Zeit. Vita Mortis. Schlecht frei heraus. Vita Mortis. Okay, achso, sie hat noch einen Zauber da. Die sind nun wieder mal verrutscht. Vita Mortis. Vita Mortis. Vita Mortis. Ich warte auf euren Befehl. Vita Mortis. Mir ist das einfach zu unheimlich. Ja, ich möchte hier weg. Schwerter statt was immer ihr wünscht. Tja, Immun. Wir wollen alle hier weg. Man kann aber leider nicht alles haben. Nur jede Menge Armbrustbolzen. Und anderes Zeug. Ja, das sind Kotor-Bolzen. Ja, für 4 Runden betäubt, wenn man keinen Rettungswurf schafft. Gut, aber wir haben diese Brückenpatrouille da ausgeschaltet. Wenn ihr es wollt. Ging nicht nördlich auch ein Weg weiter? Ja, hier ging auch ein Weg weiter. Oh ja, das Unterreich. Oh ja, das Unterreich. Was war hier nochmal? Minst und... Ich warte. Stirb, Kreatur. Ein Dwarf-Hinterhalt, okay. Ich tu dir weh, wenn es sein muss. Jeder Bastard hat... Ja. Auf Recht und Ehre. Sie, the DG. Ihr müsst mir rasch helfen. Bewaffnet. Verstand geschärft. Im Namen. Bereit, loszuschlagen. Schneller als Chick-Ticker Schnellbratze. Das Area in Ruhe. Das ist irgendwie nicht so schön. Die Natur liebt das Leben des Gartens. Wo immer Minsk auch hingeht, ich bin bereit. Stirb, Kreatur. Jetzt ruft die blöde Dwarfpriesterin auch noch rund zu Diener. Nächstes Mal. So, das war nett. Also natürlich war es nicht nett. Ich helfe, wo immer ich kann. Ja. Wurde aber auch Zeit. Vita Mortis. Was kann ich tun? Sprech Vita Mortis. Vita Mortis. Mortis.
So, das dürfte für Minsk erstmal reichen. Jetzt können wir mal ganz kurz gucken, was die Drows so dabei haben. Nämlich Feldharnische und Schwerter und so weiter. Bolzen natürlich. Und leichte Armbrüste. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Wir müssen darauf achten, das Gleichgewicht in allen Dingen zu wahren. Ja, ja. Das ist nämlich ein Drow-Punkharnisch plus 5. Rüstungsklasse minus 4, 70 Gewicht. Das Teil ist oberaffengeil. Deswegen geht... Naja, okay. Behälter öffnen. Die normale Rüstung, die kann ich eigentlich auch so mit mir rumtragen. Ja, eine Drau-Schnellschuss-Armbrust. Der Träger erhält einen zusätzlichen Angriff hier Runde. Und deswegen will ich unten gern mit einer Armbrust rumhantieren. Okay, das Langschwert können wir erstmal nicht identifizieren. Ja. Habt ihr einen Plan? Jawohl, wie ihr wünscht. Wir haben nämlich noch mehr solche Feldharnische und Flegel und alles. Und Schilde. So. Kannst du den Flegel identifizieren? Nein, leider nicht. Sehr viel Zeug, was identifiziert gehört, teilweise verkauft. Ich muss gerade überlegen. Kann ich verwendet werden von Barden, Druiden, Magiern und Dieben? Für Yahira wäre das Ding sowieso schon mal zu schwer. Es würde gehen. Das ist übrigens nicht der Punkharnisch. Das ist der Punkharnisch, den ich meinte. Ja, könnten wir gerade so durchgehen lassen. Weil hier sollte ich wirklich jedem davon einen anziehen. Auch wenn sie nicht identifiziert sind. Mittlerer Schild wäre für dich was, kann aber auch nicht identifiziert werden, leider gerade. Ja, das sind halt alles die mächtigen Sachen der Drow. Fragt nur. Die allerdings einen Haken haben, den wir aber erst später erörtern werden. Wenn es immer soweit ist. Auf geht's! Gut, da geht's ins Drow-Territorium. Da sollten wir uns ein bisschen vorsehen, wenn wir da hingehen wollen. Und hier oben war eigentlich... Ne, hier drüben war die Drow-Priesterin, gell? Ja. Ja, da sind Drow. Ich warte. Was hat sie gewirkt? Magie viel wirken. Ach so. Ja. Drow sind recht gute Anti-Magier. Sie sind aber halt auch alle böse. Verstanden.